Bald ist es wieder soweit. Die Revolution der Irrlehren von Martin Luther entfacht, die jährt sich wieder. Das bedeutet, überall auf der Welt verkleiden die Menschen sich als Dämonen, Zombies und Teufel und ziehen feiernd um die Häuser. Der sogenannte Reformationstag. Macht euch mal Gedanken. Einen Tag später feiern wir Katholiken Allerheiligen. Wie es auch in der Bibel im Hebräerbrief steht, dass wir den Vorstehern, welche uns das Wort Gottes gebracht haben, gedenken sollen und wir sollen uns ihre Leben zum Vorbild nehmen. Oder auch, wie es im Jakobusbrief steht, dass wir die Heiligen selig preisen. Oder wie die allerheiligste Jungfrau Gottes Mutter Maria selbst sagt, alle Geschlechter werden sie selig preisen. Das ist der Unterschied. Der Protestantismus jährt sich. Alle verkleiden sich als Zombies und Teufel, als Dämonen. Schlimme Dinge passieren an diesem Tag. Ein Tag später aller Heiligen. Wir gedenken der Heiligen. Wir gedenken dem heiligen Abraham, dem heiligen Isaak, dem heiligen Jakob und ehren damit den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Macht euch mal Gedanken.